Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen hier bei der agilen Zunft der IT-Beschaffung. Wir, das sind der Stefan Sutter und ich, Reto Madutz von der Swiss ICT, die das Thema Agilität in der Beschaffung ein bisschen vorantreiben, versuchen und hier die Plattform bieten für Leute aus der Industrie, aus den Beschaffungsämtern, wo die Agilität wirklich auch angewendet wird, etwas zu erzählen. Der Bruno Gigi hat es gesagt, wir brauchen innovative Lösungen, dass die Vergabestellen vorwärts kommen. Wir haben hier seit die sechste IT-Beschaffungskonferenz wird jetzt durchgeführt und ich glaube, dass das erste Mal hatten wir dieses Bild gezeigt. Es gibt eine Zeit vor der Beschaffung, es gibt die Beschaffung selbst und es gibt eine Zeit nach der Beschaffung. Und irgendwie möchten wir dieses System agil machen und wir sind seit 6 Mal dran, immer wieder zu diskutieren, wie das geht. Dieses Mal um diese innovativen Prozesse, die der Bruno Gigi angesprochen hat, ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, haben wir uns fokussiert, jetzt mal sagen wir mal, auf die Zeit vor der Ausschreibung, zum Teil auch im einem Vortrag auch noch ein bisschen in der Zeit während der Ausschreibung, auch noch bis hin zum Zuschlag. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir hier jetzt den Fokus auf das Was legen, was wollen wir beschaffen, in welche Richtung soll das gehen, dass wir da bereits am Anfang den Fokus setzen, dass wir am Schluss nach der Beschaffung agil entwickeln könnten. Wir haben 3 Referenten. Das ist zuerst einmal der Roger Mosimann von der AWK, dann kommt der Mirko Kleiner von der Flowdays und dann schlussendlich macht den Abschluss den Adrian Hessig von der Afondo Consulting. 3 Ansätze, wie es gemacht wird, wie es gemacht werden könnte, innovativ, praxisnah. Ich denke, wir sind gespannt auf ganz spannende Vorträge. Vielen Dank. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Hören Sie mich gut? Sonst müssen Sie sich noch melden, dann verschiebe ich das Mikrofon etwas. Wie in der Einführung gesagt wurde, ist das die Session über die agile Softwareentwicklung im Kontext des Beschaffungswesens. Wie Sie am Titel meines Referats sehen, möchte ich eigentlich am Ende auch eine Antwort geben, ein Stück weit auf die Frage, fehlende Agilität, ein Problem des öffentlichen Beschaffungswesens. Und das werde ich folgendermaßen tun, indem ich zu Beginn kurz einen ganz kurzen Blick nochmal darauf werfe, was ist eigentlich Agilität, was sind wichtige Punkte, ein paar Aspekte aus der Privatwirtschaft aufgreife und schlussendlich dann einfach konkret darauf eingehe, was sind unsere Erfahrungen, wenn man mit diesem Thema zu tun hat und an was sollte man denken. Vielleicht noch ganz kurz einführend ein paar Worte zu uns als Firma. Wir sind ca. 200 Personen. Wir bieten keine Software selbst an und entwickeln auch nicht. Und in dem Sinn sind wir reine Dienstleister und führen so auch sehr viele WTO-Verfahren durch, haben bisher über 500 Stück abgewickelt, also verfügen so über eine sehr große Erfahrung. Gut, da möchte ich einsteigen und nochmals etwas ausholen. Wo kommt eigentlich Agilität her? Das war ja so im Jahrtausendwende, ich glaube etwa 2001 gab es das Agile Manifest, wo es so 4 Kernaussagen gab, ich kann die nicht wörtlich, aber die erste, das war eigentlich so, Personen sind wichtiger als Prozesse. Dann gab es auch eine Aussage, so Zusammenarbeit ist mehr als einfach nur Vertragsverhandlungen oder auch, dass eine Anpassung des Vorgehens ist mehr als eine Planänderung. Und schlussendlich noch, das muss ich auch kurz spicken, ja, funktionierende Software ist mehr als Dokumentation. Natürlich gerade diese letzte Aussage ist dann im Kontext Beschaffungen sicherlich eine, die etwas kritisch betrachtet werden kann. Aus diesen 4 Hauptaussagen wurden dann 12 weitere Prinzipien abgeleitet und darauf basierend entstanden dann die Methoden, die heute jeder kennt, Scrum etc., Safe für ganze Organisationen und so weiter. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was sind ein paar wichtige Punkte, dann ist sicher einer der ganz großen Nutzen, der auch in der Privatwirtschaft angestrebt wird, ist eine raschere Time-to-Market-Zeit. Also ich kann schneller reagieren, ich kann schneller neue Anforderungen einführen, ich kann schneller ein Angebot präsentieren, das vielleicht mein Konkurrent nicht kann. Und wenn ich das kann und er nicht, dann habe ich schon einen Vorteil.
Und in dem Sinne, das ist sicher ein Hauptnutzen, wieso hat sich das auch durchgesetzt heute. Weil das ist auch wichtig zu sehen, dass Agilität ist nicht mehr ein Hype. Agilität ist nicht mehr irgendetwas, wo man sagt, ja, sollen wir das tun oder nicht, sondern es ist etabliert und es wird neben dem klassischen Wasserfallvorgehen angewendet. Als zweiter Punkt ist dann sicher auch so eine Aussage, Value the People. Sie haben das auch in einem der vier Hauptaspekte bereits gehört, Personen wichtiger als Prozesse. Da geht es auch um Dinge wie, schon so weit gedacht, wenn man laufend testet bei Agilität, gibt es am Ende weniger Spitzen. Spitzen sind für Personen auch nicht sehr angenehm auszuhalten. Dann gibt es eben die übernächtigten Arbeiten etc. Es geht auch darum, Schätzungen vorzunehmen. Das wird zum Beispiel bei Scrum konsequent den Entwicklern zugeschoben, nicht dem Management etc. Man muss delegieren, man muss Verantwortung abgeben können, Entscheide abtreten können. Entsprechend ist auch die Steuerung von agilem Vorgehen anders, als wenn ich klassisch wasserfallmäßig vorgehe. Wie gesagt, ich muss mehr delegieren, ich bin weniger in einer klassischen Linienführung. Ich habe ganz andere Anforderungen auch an die Leute, die ich einsetze. Ich habe mehr das sogenannte T-Profil, wenn Sie das schon gehört haben, anstatt dem I-Profil. Also nicht mehr einfach nur extrem fachlich tief, sondern man muss einen Überblick über verschiedene Dinge haben, plus dann noch die fachliche Kompetenz. Das ist auch hier so eine Anforderung. Dann sicher die laufende Beteiligung an dem ganzen Verfahren, das ist das, was jeder weiß, oder? Es wird in kurzen Zyklen entwickelt, man sieht, was rauskommt, man ist laufend am Testen, man testet jeden Release, man muss aber auch entsprechend die Ressourcen so vorsehen, dass das klappt. Dann, was das auch wieder bedeutet, ist, Agilität bringt viel Transparenz mit sich, aus zwei Aspekten eigentlich. Der eine ist, dass es transparent ist eben für den Kunden, was erhalte ich früher. Nicht erst am Ende sehe ich etwas, das ist sehr gut für mich als Kunde. Wenn wir jetzt einfach an Entwicklerteams denken, ist es aber auch sehr transparent innerhalb des Teams, wer was macht. Ich kann eigentlich immer sehen, was der andere gestern quasi getan hat, oder auch sage ich, wenn er nicht vorangekommen ist etc. Das ist auch eine Anforderung an Personen, wo nicht jeder so Freude dran hat, sagen wir das mal so, muss man einfach auch sich bewusst sein und daran denken. Und der letzte Punkt, den ich hier noch aufgreifen möchte, das ist für mich die Ungewissheit, Agilität. Bringt es irgendwo intrinsisch mit sich, dass man ja im klassischen Projektmanagement dieses Dreieck oder Kosten, Qualität und Termin, wo am besten alles fixiert ist im Werkvertrag und dann keine Sorgen mehr hat, wir wissen alles, dass es auch nicht so ist, aber dass das Dreieck so nicht fixiert werden kann. Ich glaube, das ist jedem klar und es gibt auch ansonsten einfach viele Stellen, wo man mit Ungewissheit umgehen muss, wenn man agil vorgeht, weil man kennt nicht am Anfang oder man macht sich nicht vor, am Anfang zu kennen, was am Ende genau rauskommt. Und wenn wir jetzt überlegen, wie sieht das in der Privatwirtschaft aus? Da haben wir kein Veto-Verfahren, oder in dem Sinne, wo das hindern könnte. Und ich Sie fragen würde, ja, sagen Sie mir eine Firma, die agil ist, dann sehe ich zwei Optionen. Entweder kommt ein Start-up. Hier sind zwei Beispiele aus der Schweiz von Knipp und Sophia Genetics, die in den letzten Jahren immer ziemlich weit vorne dabei waren. Das eine ist, glaube ich, eine Analyse, also die haben Analysemethodik. Und das andere Unternehmen ist bei Versicherungsvergleichen und so weiter tätig. Und der zweite sind natürlich dann die ganzen Silicon Valley-Vertreter, allen voran Alphabet mit all den, also Google und was er da alles noch darunter hat. Wir haben es vorhin schon gesehen, Netflix etc. Was hier einfach, also wieso zeige ich diese Folie? Ich möchte diese einfach zeigen, weil meistens wird ja etwas kritisiert, eben öffentliches Umfeld, zu wenig agil. Und ich möchte das einfach auch ein wenig in den Kontext stellen, wenn man es dann immer gleich mit Google vergleicht oder so, klar, dann ist es sehr wenig agil. Es gibt aber auch ganz viele Firmen, die hier nicht drauf sind, wo man nicht sofort daran denkt, ob die jetzt agil sind oder nicht, das möchte ich nicht diskutieren, sondern einfach, die haben auch nicht den Anschein von Agilität. Und was man sich bewusst sein muss, und das wurde ja auch im Vortrag zuvor erwähnt, ist bei Google als Beispiel mit Microservices, ja, die entwickeln so, die entwickeln aber auch für sich selbst und die können die Teams unverändert lassen etc. Das ist alles ein wichtiger Aspekt für Agilität. Was relativ wenig mit der Beschaffung zu tun hat. Ich meine, die öffentliche Verwaltung könnte grundsätzlich auch für sich selbst entwickeln, hat es früher getan, viele ja nicht mehr, wird gesourced, das ist ein anderes Thema, sage ich jetzt mal. Aber oft ist die Ausgangslage anders. In einem Startup, da entwickelt der CEO mit, oder? Am Anfang. In dem Sinne ist klar, das ganze Unternehmen ist agil aufgebaut. Also für mich ist so ein wenig das Fazit, wenn ich jetzt einfach ans andere Ufer schaue, ist es wirklich grüner. Ja, es ist grüner zum Teil, aber es gibt auch noch genügend braune Flecken. Nochmals wichtig zu betonen, was aber akzeptiert ist in der Privatwirtschaft, ist, dass Agilität etwas Positives ist.
Es gibt auch ganz viele Firmen, die anstreben, agiler zu werden, die in diesen Bereichen, wo es Sinn macht, Agilität einsetzen möchten, sich transformieren möchten. Es gibt einen großen Vertreter in der Schweiz, der sich ja im Moment am Transformieren ist. Was aber wichtig ist, ist, für Agilität müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das sind auch die Punkte, die ich zuvor erwähnt habe. Was ist das Management damit einverstanden, dass wir delegieren, können wir schnell Entscheidungen fällen? Möchte ich auch in der Privatwirtschaft, möchte jemand, der Geld sprechen muss, normalerweise oder früher wissen, ja, für was, wie lange, bis wann etc. Diese Fragen haben relativ wenig mit reinem Beschaffungswesen zu tun. Und was man dann oft halt antrifft, ist, ja, es gibt ein paar scheinende Vertreter, eben die, die ich gezeigt habe, und sicher auch noch ganz viele andere. Aber es gibt auch einige, die haben so eine, ich nenne das eine Art Pseudo-Agilität. Das meine ich nicht negativ. Damit meine ich einfach, ich habe gewisse Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Extremfall nehme und sage, ich muss alles fix machen, Budget, Termine, Inhalt, dann sage ich, okay, ich versuche wenigstens in kürzeren Sprints zu entwickeln, dass ich doch schneller etwas sehe vom Ergebnis. Aber eigentlich ist klar, was rauskommen sollte. Da nutze ich vielleicht noch den kleinsten Spielraum, den ich habe. Wenn ich sage, okay, der Preis muss fix sein, mache ich vielleicht ein agiles Festpreisprojekt, wo ich nicht genau weiß, was rauskommt, aber der Preis zumindest ist allen klar, der darf nicht höher sein, oder? Aber dann muss ich sonst irgendwo eine Schraube loslassen. Und das verstehe ich etwas unter Pseudo-Agilität. Gut, wenn wir jetzt eigentlich weiterschauen Richtung eben WTO-Beschaffung, dann ist ja mal die erste Voraussetzung eigentlich, dass wir in der öffentlichen Verwaltung meistens mit Wasserfall vorgehen müssen. Das ist meistens Hermes oder fast immer Hermes heutzutage. Ich habe hier die Wasserfallmethodik mal aufgeführt, die wir intern benutzen. Wenn es sonst keine vorgegeben ist, ist eigentlich relativ egal, was Sie hier zeigen, weil es gibt immer eine Art Analyse, Konzept, Strategiephase, Beschaffung, Realisierungsphase. Sie werden etwas anders geschnitten, unterteilt etc. Ich möchte im Folgenden kurz auf verschiedene Aspekte eingehen, an die man denken sollte aus meiner Erfahrung bei der Beschaffung, wenn es um Agilität geht. Und die erste Frage, die ich aufwerfen möchte, das ist, wenn man mit, ich sage jetzt, Reinkultur, agil, Firmen zum Teil spricht, bekommt man manchmal die Antwort, ja, die Spezifikation, für was ist die eigentlich? Wenn ich da eine geschrieben habe, die werfe ich ja weg und mache dann im agilen Vorgehen zusammen mit den Fachvertretern meine eigene in dem Sinne. Und das Beispiel hier, eben ein Haus mit blauem Satteldach, kommt dann irgendwie so raus, Flachdach und weiß, für was war denn die Spezifikation? Oder ist die sinnvoll? Und aus meiner Sicht, weil wir wissen alle, in der Beschaffung ein Stück weit müssen wir spezifizieren, aus meiner Sicht ist das aber auch sinnvoll. Das haben wir auch erlebt in der Privatwirtschaft. Denn was ist eine wichtige Anforderung bei Agilität? Die Fachpersonen müssen relativ schnell Entscheide treffen können. Die müssen relativ rasch auch Feedback geben können, wenn der Entwickler etwas wissen muss. Weil wenn ich schnelle Zyklen habe, aber mein Entscheidungsprozess geht 2 Monate, das passt nicht aufeinander, oder? Dann muss ich nicht agil vorgehen. Aber die Spezifikation hilft den Fachleuten, weil es ein Stück weit auch einen Wissensvorsprung aufbaut. Also es ist wichtig, dass man das trotzdem macht. Sie können sich intern entsprechend vernetzen, mit gewissen Leuten gesprochen haben, wo sie sonst vielleicht das Gefühl haben, ja, wenn ich da mich nicht überall abgesichert habe, kann ich gar nicht entscheiden. Wenn ich mir die Gedanken aber schon mal gemacht habe, dann kann ich trotzdem auch dann im agilen Vorgehen relativ rasch eine Antwort auf diese Frage geben. Was aber natürlich wichtig ist, ist, wenn ich agil vorgehe, ich muss Spielraum lassen. Also ich brauche nicht ein wasserdichtes, abschließendes, tiefgehende Spezifikation, die alles umschreibt, sondern ich muss einen gewissen Flughöhe muss ich einhalten. Das heißt, es kann sein, dass ich mit Use Cases relativ, wir haben es vorhin gehört, funktional relativ grob umschreibe, was ich benötige. Und ich muss hier den Anbietern auch Spielraum lassen, dass sie überhaupt anschließend ein Angebot eingeben können, der diesen Spielraum ausnutzt. Also nicht allzu viel investieren, aber grundsätzlich nicht verlorene Zeit, trotz allem. Weil es hilft danach beim Vorgehen. Dann ein wichtiger Aspekt, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ich selbst bin ja Bereichsleiter Kantone und Gemeinden bei uns, also ich bin viel in den Kantonen unterwegs, und die Kantone kennen leider den Dialog nicht, wie wir gehört haben. Kommt ja hoffentlich im 19, glaube ich, habe ich jetzt gesehen, oder? Gibt doch noch ein Weilchen. Ich denke aber, der Dialog, und auf Bundesebene gibt es ihn ja bereits, ich denke, man kann sagen, der Dialog wurde noch nicht allzu oft angewandt, auch wenn es geheißen hat, positive Erfahrungen. Es ist doch eher noch etwas, das selten angewandt wird. Aber es ist sicher etwas, das sehr positiv wirken kann, gerade auf Agilität. Ein Beispiel für so einen Ablauf könnte sein, dass man eben sagt, man nimmt ein selektives Verfahren. Man wählt da einige Anbieter aus, mit denen man einen Proof of Concept, einen kleinen, erstellen lässt,
vielleicht auch noch, dass Sie quasi in einer Präsentation gewisse Aufgaben noch lösen müssen und entschließt sich dann für einen, mit dem man die Realisierung abschließt. Wir haben zuvor schon gehört, was sicher wichtig ist, ist auch, dass diejenigen, die teilnehmen am Proof of Concept und keinen Zuschlag erhalten, eine gewisse Vergütung erhalten. Damit, man muss sich auch bewusst sein, die haben mehr investiert, als man ihnen da zahlt. Das ist eigentlich fast immer so. Aber trotzdem, irgendwo haben sie auch eine Motivation, da teilzunehmen. Man kann auch vorsehen, dass es Exit Gates gibt, im Sinne, wenn es mir gar nicht passt, dann mache ich mit keinem weiter etc. Und ich muss natürlich auch irgendwo bereit sein, zum Beispiel die Spezifikation eben in ein quasi Pflichtenheft 2.0 dann nochmals anzupassen, bevor ich effektiv in die Realisierung gehe. Das ist ja auch ein Stück des Dialogs, der dort explizit vorgesehen ist. Und die Realisierung anschließend kann natürlich dann gut auch so vonstatten gehen. Oder was wir schon erlebt haben, ist, dass man diese Beschaffung bereits in der Initialisierungsphase, jetzt nach Hermes, gemacht hat und nicht erst im Konzept. Und die Erarbeitung des eigentlichen Konzepts ging dann zusammen mit dem Lieferanten vonstatten. Gut, also ich denke, Dialog ist definitiv etwas, das sich lohnt anzuwenden. Wie bereits erwähnt, es gibt sicher noch größere Unsicherheiten, weil nicht zu oft angewendet, auch vor Gericht müssen wir ehrlich sein, nicht zu oft irgendwie behandelt, was darf ich nicht. Aber die Chancen sind sicher meiner Meinung nach überwiegend die Risiken. Und gerade in Bezug auf Agilität kann ich den Lieferanten viel direkter involvieren, kann mit ihm sprechen, weil in den anderen Verfahren, das Problem ist ja oft, dass ich nicht sprechen kann mit dem Lieferanten. Ich kann nur schriftlich kommunizieren. Und schriftlich und Agilität, das geht nicht. Wir haben den Grundsatz gehört, nicht, dass Sie den Grundsatz falsch verstehen. Der Grundsatz heißt nicht, man soll nicht dokumentieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, einfach funktionierende Software ist wichtiger als Dokumentation. Aber trotzdem dokumentieren. Einfach nicht die Reihenfolge und der Umfang. Das ist etwas wichtig. Der nächste Punkt, wenn wir jetzt überlegen, was müssen wir in der Partnerschaft oder in der Beschaffung anstreben für die Realisierung. Und eigentlich immer, egal, unabhängig, ob ich jetzt agil oder nicht vorgehen möchte, müsste eigentlich das Ziel eine Partnerschaft sein, meiner Meinung nach. Aber wenn ich agil vorgehe, umso mehr. Wir haben es auch zuvor gehört, das Stichwort Vertrauen kam auf, jetzt dort vielleicht noch mehr auf den Beschaffungsprozess gemünzt. Ich münze das auf die gesamte Realisierung. Denn wenn ich agil vorgehe, wie gesagt, es gibt Ungewissheiten. Das heißt, ich muss das Ziel haben, dass ich eigentlich den richtigen Partner finde. Das heißt, ich muss mir in der Ausschreibung auch überlegen, was möchte ich von einem Partner. Wenn ich den Dialog mache, kann ich ihn das erste Mal spüren. Oder dann macht er ein Proof of Concept, es gibt vielleicht dort schon Diskussionen, ich merke, wie sie denken, ich merke, wie sie Probleme angehen und kann das dann auch vielleicht eine fundiertere Entscheidung treffen. Im Minimum in der Anbieterpräsentation, die ja so oder so jeder macht, kann man ihn challengen und wenigstens ein bisschen spüren. Und weil ich denke, schlussendlich, Partnerschaft heißt für mich nicht, man soll lieb miteinander sein und alles bezahlen, was er will und so, sondern hart, aber fair. Aber für mich ist das fair ist wichtig. Man muss Spielregeln definieren und die muss man in der Ausschreibung zu einem großen Teil möglichst auch schon definieren. Weil dann ist es ihm klar, auf was er sich einlässt. Oder? Der nächste Punkt ist eigentlich für mich unabdingbar, sind Reserven. Wenn ich agil vorgehe, Ungewissheiten habe und nicht alles klar ist, da muss ich auch schon in der Beschaffungsphase an Reserven denken. Ich denke da nicht nur finanzieller Natur, sondern auch terminlicher Natur. Oft werden diese Planungen ja parallel zur Beschaffung durchgeführt. Und dann nehme ich zum Beispiel den Zeitplan auf. Und wenn ich den Zeitplan schon so eng stecke in der Ausschreibung, dass ich gar keine Chance habe, da irgendwelche Reserven zu haben, habe ich auch ein Problem. Was mir auch klar ist, das Erste, was gestrichen wird, ist, wenn ich irgendeine Stufe gehe mit einem Antrag und da steht Reserve von 20% oder noch mehr, dann wird die gestrichen meistens und der Rest wird gesprochen, also muss ich sie irgendwo verstecken. Das ist mehr auch wieder ein Aufruf natürlich Richtung Management. Wenn ich agil vorgehen will, dann muss ich auch eine Reserve irgendwo bestehen lassen, weil sei das zeitlich oder finanzieller Natur oder in dem Sinn auch inhaltlicher Naturreserve, das ist nämlich die Bereitschaft, mich anzupassen, wenn die Lösung vielleicht ein bisschen anders herauskommt, als ich es mir vorgestellt habe. Alles das verstehe ich eigentlich unter Reserve. Und dann auch noch ein Punkt sicherlich mit dieser laufenden Beteiligung, die ich zu Beginn mal erwähnt habe, ist ganz klar, die Ressourcenbelastung ist anders bei mir. Ich sage jetzt nicht höher, tiefer oder besser, schlechter, aber anders. Ich muss jeden Release testen, ich muss Fachleute haben, die vor Ort sind und die meisten werden am Schluss auch immer noch einen Abnahmetest machen, wo man dann alles testet. Der ist einfach normalerweise etwas kleiner und alles funktioniert besser, weil man es hoffentlich schon getestet hat zuvor. Und man muss dann nicht mehr in die großen Nachbesserungsrunden gehen. Aber was das heißt, ich muss entsprechend auch meine
Ressourcen so einplanen. Und bei der Beschaffung ist ja meistens parallel, dass ich schon überlegen muss, ja, wen brauche ich denn? Und was ich zumindest in der Beschaffung aufnehmen kann, und das machen, denke ich, auch schon die meisten, ist, dass man anfragt, auch den Lieferanten, was hast du denn für Erwartungen an mich? Das ist ja auch wieder Partnerschaft. Dass ich ihn frage, was hast du denn Erwartungen eigentlich diesbezüglich an mich? Was muss ich sicherstellen, dass du so vorgehen kannst, wie du es dir gedenkst? Und dann muss ich das abholen und auch zur Verfügung stellen können. Also wenn ich dann den nehme, der eh schon 120% ausgelastet ist und sage, du machst das noch ein bisschen nebenher, gerade agil geht das nicht, weil im anderen Fall kann man ja einfach sagen, für Abnahmetests 2 Wochen testest du und sonst hast du nicht viel damit zu tun. Das wäre hier sicherlich nicht gegeben. Und dann jetzt vielleicht noch auf den einen Fall, wo man sagt, okay, Wasserfall, schön und gut, aber ich möchte das möglichst ganz vermeiden, sage ich jetzt mal so. Und dann landen wir meiner Meinung nach halt schlussendlich beim Thema Rahmenverträge. Wir haben das zuvor schon mal gehört, da gibt es für mich auch so etwas 2 Ausprägungen. Und die eine Ausprägung, auf die gehe ich eigentlich nicht groß ein, das ist die, wo man sagt, ich schreibe jetzt eine Riesenanstalt Stunden aus für Personalstellung. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht so genau für was, aber ich muss dann nicht mehr ausschreiben. Oder ich mache einen Rahmenvertrag, damit ich dann Einladungsverfahren einfach machen kann, aber für was ist völlig unklar. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema. Es geht auch nicht darum, das zu erörtern hier. Was ich meine, ist mehr ein Rahmenvertrag für ein konkretes Vorhaben, wo ich sage, ja, ich will diese Applikation ablösen, aber eben bei dem Verfahren mit dem Dialog zuvor, den ich gezeigt habe, weiß man vielleicht, ja, ich habe verschiedene Module, sagen wir mal einfach 10. Und ich weiß, dass der Schritt 1 ist dann vielleicht die Konzeption, Schritt 2 ist ein Modul, das ich auch noch gut kenne und die restlichen Module weiß ich noch gar nicht so recht, was ich will. Und ich kann vielleicht höchstens abschätzen, wie die sich in Komplexitätsrelation zum ersten verhalten. Und auf Basis von so einer Komplexitätsrelationsabschätzung kann ich dann vielleicht auch gewisse Abschätzungen bezüglich Aufwand bis zum Ende machen. Aber ich werde keinen Werkvertrag da erreichen, wo alles drinsteht, so viel kostet es und fertig. Das ist auch klar. Und was einfach wichtig ist bei diesen Rahmenverträgen, ist auch wieder möglichst viel auch schon halt dann zu beschreiben, wie die Zusammenarbeit ist. Nämlich, ist es, wie sind Eskalationen, wie ist der Change-Prozess etc. Also auch hier an die Partnerschaft und die Zusammenarbeit gerichtet. Dass Sie hören, das ist etwas der Grundton, weil wenn ich agil vorgehe, geht es ja weniger, es geht auch um den Inhalt, aber ich werde den nicht so detailliert beschreiben, also geht es mehr um die Zusammenarbeit. Gut, wenn ich jetzt zum Fazit komme, dann habe ich eigentlich 3 Punkte. Und der erste, das ist einfach nochmals, um das zu sagen, Agilität ist etabliert. Agilität hat in vielen Bereichen Vorteile. Wir haben jetzt einen gehört mit Time to Market, der andere auch, dass man schneller sieht, was man bekommt, noch steuernd eingreifen kann etc. Also ich denke, hier ist einfach der Aufruf, dass man Agilität einsetzen soll bei den Rahmenbedingungen, die man hat. Wenn die Rahmenbedingungen auch durch, ich sage jetzt vielleicht die Fachstelle für die Beschaffung, eher offen gesetzt sind, ausnützen. Wenn sie eher enger sind, wenn es heißt, es muss ein Werkvertrag sein oder irgendetwas, überlegen, wo kann ich es noch einsetzen sinnvoll, vielleicht eben mit Sprintsentwicklungen, dass man wenigstens in Sprints vorgeht, wenigstens schneller sieht, was kommt und wo nicht. Damit das eben eigentlich aber möglich ist, muss ich auch den Mut haben, Lücken einzugehen bei der Beschaffung. Also ich werde kein wasserdichtes Pflichtenheft erreichen, wo einfach das Produkt beschrieben ist von A bis Z und der andere setzt einen Preis drunter und alles ist klar. Sondern das kann ich natürlich im Extremfall mit ganz wenig Spezifikation machen. Ich glaube, wir hören auch nachher noch Beispiele davon. Man kann aber auch Mittelschritte wählen, wo einfach noch gewisse Unklarheiten bestehen. Was das immer heißt, ist, ich muss nachher reagieren können mit eben Reserven, mit Changes, muss ich mir auch bewusst sein. Ist klar, wenn nicht alles beschrieben ist, wird der Lieferant mal kommen und sagen, das ist eine Änderung und mit dem muss ich umgehen können. Oder? Und das Dritte, und das haben Sie auch schon jetzt ein paar Mal gehört, ist, es ist einfach das Management, das dahinter stehen muss. Die müssen bereit sein, auch Verantwortung zu delegieren, damit Entscheide getroffen werden können. Das muss alles vor der Beschaffung klar sein. Und das kann man nicht im Nachhinein dann sagen, sondern wenn man sagt, ich möchte agil vorgehen, muss ein klares Commitment sein. Es muss klar sein, wenn ich solche Fachgruppen bilde, die Fachentscheide treffen, ja, die dürfen entscheiden. Es ist nicht so, dass dann das noch 3 Stufen höher eskaliert wird, außer in eben ganz speziellen Eskalationsfällen etc. Das Management muss Reserven bestehen lassen etc. Also wenn diese nicht überzeugt sind vom agilen Vorgehen, von diesen Lücken lassen, von diesem Mut zum Risiko, dann werden sie auch nicht agil vorgehen, weil dann werden sie ganz viel im Nachhinein diskutieren, obwohl man agil vorgehen möchte eigentlich. Und vielleicht jetzt zurückkommen zur initialen Frage. Es gibt natürlich 2 Sichtweisen.
ist das öffentliche Beschaffungswesen in dem Sinn hinderlich? Und ich muss auch sagen, eine Antwort ist ja. Es fördert es nicht unbedingt, dass ich da so einen Schritt einlegen muss. Aber das ist für mich eigentlich zu einfach von der Antwort her. Also meine Antwort wäre ganz klar nein. Und zwar einfach, weil ich sage, erstens, wenn man die Privatwirtschaft anschaut, ist auch nicht dort alles agil, obwohl die kein öffentliches Beschaffungswesen kennen. Und es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, die stimmen müssen. Wir haben auch zuvor gehört, die Idee der Microservices, diese Idee hat eigentlich nichts mit Beschaffungswesen zu tun. Das ist einfach, ich brauche eine Architektur übergreifend, das muss auch durchgesetzt werden. Jedes Amt, jedes Departement muss sich dann auch daran halten, wenn dann trotzdem wieder einer seine Fachapplikation mit dem PDF-Generator bestellt. Oder? Also das sind auch solche Themen, die haben nichts mit Beschaffung zu tun. Wenn ich einfach sage, ich kann nicht agil entwickeln oder Software entwickeln wegen der Beschaffung, ist das für mich zu einfach. Gut. Meine Kontaktdaten, die haben Sie hier. Ich möchte noch vielleicht auf eine Frage eingehen, weil das übergreifende Thema der ganzen Konferenz ist ja die Zukunft der IT-Beschaffung. Und jetzt im Kontext agiler Softwareentwicklung gibt es für mich eigentlich nochmals drei Punkte. Der erste ist völlig lapidar. Sie können vielleicht sagen, wieso sagt er das? Aber der erste ist für mich, das Beschaffungswesen wird bestehen bleiben. Das ist einfach, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist klar, jetzt wird es geändert. Es gibt Änderungen, wo man wirklich auch Hoffnung reinsetzen kann, also Dialog und der Wettbewerb. Es sind aber auch nicht die Riesensprünge und es wird immer irgendwie transparent sein müssen, es wird Kriterien brauchen etc. Und das bleibt. Und wenn man sich jedes Mal aufregt, wenn ich etwas beschaffen muss oder entwickeln muss, dass es das gibt, das bringt mich nicht weiter. Also das ist eigentlich das Einzige, was ich mitgeben will. Auch in 10 oder 20 Jahren wird es das geben. Punkt 2, das sind die Verfahren, die ich vorhin schon erwähnt habe, das ist Dialog. Das sind eben die Wettbewerbe, die kommen sollen. Da habe ich doch eine gewisse Hoffnung, dass diese tatsächlich eine Erleichterung bringen und hier mehr Möglichkeiten schaffen, eben direkter, früher mit dem Lieferanten ins Gespräch zu kommen und entsprechend dann agiler vorzugehen. Damit das überhaupt möglich ist, gibt es aber den Punkt 3 und das ist, man muss lernen, mit Ungewissheit umzugehen. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wo Sie überall tätig sind, aber auch gerade, wenn man in einer Beschaffungsstelle ist oder juristisch eher tätig ist, ist das sicher auch etwas, das nicht ganz einfach ist, weil man möchte ja die Einsprache verhindern, das ist immer das oder eines der obersten Ziele etc. Und es wird sicher gerade auch bei den neuen Verfahren Ungewissheiten geben, weil sie sind noch nicht oft abgewickelt worden, dann, wenn das neue Gesetz kommt, noch gar nie zum Teil, oder? Und da muss man sich aber einfach mal vorwagen, den Mut haben, den Schritt nehmen und wird sicher dann auch schöne Erfolge feiern können. Aber ohne diesen Mut und ohne diese Ungewissheit zu akzeptieren, da wird es nicht gehen mit Agilität. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.